Gibst du mir mal bitte noch mehr Zuckerguss? Bat ich meine Schwester und hielt dabei konzentriert zwei große Lebkuchenplatten aneinander. Zusammen mit Mia saß ich an ihrem Wohnzimmertisch, vor uns hatten wir ein ziemliches Chaos veranstaltet. Mehrere große, wohlduftende Lebkuchenplatten mischten sich mit Spritztüllen voller Zuckerguss, kleinen Dosen mit Streuseln in jeder Farbe und Form, Gummibärchen, feingliedrigen Zuckerfiguren, Smarties und verschiedenen Lebensmittelfarben. Wir hatten uns in den Kopf gesetzt, das schönste Lebkuchenhaus aller Zeiten zu bauen. Als Vorlage diente uns ein riesiger Lebkuchenmann, den Mia im Internet gekauft hatte. Er war über und über mit glitzernden Verzierungen bedeckt und sah einfach zum Anbeißen aus. Blöd nur, dass er aus Holz und nicht aus Lebkuchen bestand und ihren Kaminsims zierte. Schon als Kinder hatten wir es geliebt, stundenlang zu verzieren, bis jeder Millimeter des Lebkuchenhauses mit Streuseln, Zuckerguss und anderen Leckereien bedeckt war. Heute Morgen hatten mich köstlich aussehende Plätzchen aus meinem Adventskalendertürchen angelächelt, seitdem hatte ich noch viel mehr Lust, das Lebkuchenhaus zu verzieren. Nachdem alle Bauteile des Hauses aneinandergeklebt waren und keine Wände mehr einstürzten, wir hatten einige fluchende Versuche hinter uns, konnten wir endlich damit anfangen, das Dach mit Zuckerguss zu verzieren. Wir malten zarte Dachziegel, verteilten gleichmäßig goldene und silberne Zuckerperlen auf den Schindeln und rundeten das Dach mit herunterhängenden Eiszapfen ab. »Meinst du, dass es Weihnachten endlich mal wieder schneit?«, fragte Mia mich, während sie mit geübten Handgriffen eine verschnörkelte Klinke an die Lebkuchentür malte. »Sieht wohl eher schlecht aus«, antwortete ich. »Schade. Ich hätte richtig Lust, mal wieder Schlitten fahren zu gehen«, sagte Mia traurig. »Ich auch, aber noch sind's ja fast 10 Grad, vielleicht haben wir ja Glück«, sagte ich und glaubte selber nicht dran. Ariana Grande hat das perfekte Lied für uns, fiel mir ein, und ich startete Winter Things, in dem die Künstlerin darüber sang, dass sie trotz warmer Temperaturen winterliche Dinge mit ihrem Baby unternehmen wollte. »Hey yo, I wanna pretend we're at the North Pole. Turning the heat into an ice cold holiday«, sang ich laut mit und Mia versuchte mitzuschaukeln, rutschte dabei mit der Zuckergusstüte ab und ein riesiger weißer Flatschen landete auf dem Dach des Lebkuchenhauses. »Scheiße«, rief sie wütend und versuchte hektisch, das klebrige Zeug vom Dach zu kratzen. »Lass das, ich hab ne bessere Idee«, sagte ich. Ich schnappte mir eine kleine Weihnachtsmannfigur aus Zucker, brach sie in der Hälfte durch und steckte den unteren Teil des Weihnachtsmannes mit den Füßen nach oben in den Zuckergusskleks. Jetzt sah es aus, als ob der Weihnachtsmann kopfüber im Dach steckte. Mia lachte, sah aber weiterhin ziemlich angepisst aus. Sie war sehr perfektionistisch und hatte eine genaue Vorstellung gehabt, wie das Haus am Ende aussehen sollte. Eine halbe Stunde später waren wir fertig. Zufrieden betrachtete ich unser Häuschen. Bis auf den Klecks auf dem Dach war alles genauso dekoriert, wie wir es geplant hatten. Ich hatte essbaren Glitzerstaub gekauft, der dem Haus einen ganz besonderen Schliff verlieh. »Das stellen wir jetzt auf meinen Wohnzimmertisch und dann wird es sein wie jedes Jahr. Der Lebkuchen wird hart und keine Sau will das Haus essen«, scherzte Mia. »Was soll ich sagen?« Sie sagte leider die Wahrheit. »Meistens schmissen wir den größten Teil des Lebkuchenhauses weg, weil wir ansonsten vermutlich den ein oder anderen Zahn einbüßen würden. Dieses Jahr hatte ich allerdings schon eine Idee, wie wir das Haus verwerten konnten.« Mia und ich kuschelten uns auf ihre Couch, auf deren Armlehne ein riesiger Bücherstapel lag. »Was liest du denn da alles?«, fragte ich meine Schwester. »Ach, ich war gestern im Buchladen und konnte mir nicht entscheiden, welches Buch ich haben möchte. Hab dann einfach alle gekauft«, sagte sie schmunzelnd. »Ich denke, das verstehen wir alle, oder?« Ich schaute den Stapel durch. Einige hatte ich schon gelesen, andere standen noch auf meiner Wunschliste. »Darf ich mir so kalt wie Eis, so klar wie Glas leihen? Das wollte ich schon lange lesen«, fragte ich Mia und rechnete mit einem empörten Nein. Schließlich hatte sie die Bücher erst neu gekauft. »Klar, nimm's gern mit, du liest ja schnell«, antwortete Mia zu meiner großen Überraschung. In der Geschichte spielten Schneekugeln eine große Rolle und ich hatte schon sehr viel Gutes darüber gehört. Als ich später in meinem Bett lag, klappte ich das Buch von Mia auf und begann zu lesen. Sofort zog mich Coras Geschichte in den Bann. Eine unzerbrechliche Schneekugel und ein geheimnisvoller Fremder stellten sie vor ziemlich viele Rätsel und ich versank richtig in der Story. Das nächste Mal, als ich auf die Uhr schaute, war es 1 Uhr morgens. »Kann das denn sein? Ich habe doch gerade erst angefangen«, dachte ich und versprach mir selbst, nur noch ein Kapitel zu lesen. Und dann noch eins. Und noch eins.
und noch Eis. Bis ich das Buch beendet hatte und es zuklappte. 3 Uhr morgens, na das konnte ja was werden. Bereute ich es nicht früher mit dem Lesen aufgehört zu haben? Nicht ein Stück.